Hallo, der Titel meiner heutigen Lesung lautet Valentinsnacht. Ein Tagträumer wähnt sich katapultiert gen Himmel, geradewegs auf den Rücken eines edlen, majestätischen Schimmels, welcher darauf sofort geht in den Galopp, in Windeseile dem schier endlosen Sternenmeer entgegenstrebt. Einer der unzähligen Himmelsgestirne hat es ihm jedoch besonders angetan, um ihn flugs zu erreichen, sein schneeweißes, geflügeltes Pferd und er setzen buchstäblich alles daran. Von dessen grellen Widerschein geblendet, platziert der überaus kühne Glücksritter kurzerhand einen Arm vors Gesicht. Als Pegasus besagten Stern erreicht, bot sich seinem Reiter ein Anblick, der keinen andern gleicht. Seine Herzdame kauert dort in gottesfreier Natur, in sehr aufreizender Pose, noch dazu im Eva-Kostüm, verführerisch, lächelnd und schön. Voller Ungeduld ruft sie ihrem Herzkönig denn auch sogleich zu, »Sag mal, wo bleibst denn du? Wird auch höchste Zeit. Bin nämlich in dieser wunderschönen Valentinsnacht längst zu jeder Schandtat mit dir bereit.« Vielen Dank für euer geschätztes Interesse.